German because I realized that I started losing my German because I spoke to my best friend in Germany, Alison, and it was so bad. I realized my German is almost gone. So I'm gonna switch to German now, but I will put subtitles in English at the bottom so you're able to follow. And yeah, lass uns anfangen. Heute machen wir zusammen eine Choreo, die ich von der Aurelie gelernt habe. Ich verlinke euch auf den Instagram-Account, sodass ihr sehen könnt, ja, wer die Aurelie so ist. Wir starten vor der Pole und sind an der Pole angelehnt. Das ist jetzt eigentlich nur mein Hintern an der Pole angelehnt. Und ich gehe einmal nach unten und wieder nach oben. Und wenn wir nach unten gehen, achtet ihr darauf, dass wir nur auf dem Plateau sind. Das heißt, der High Heel, der Absatz, ist nicht am Boden, sonst sieht es so aus. Also sieht sonst nicht schön aus. Das heißt, wir gehen nach unten und gehen währenddessen auf das Plateau und dann wieder nach oben. Und greifen jetzt mit der rechten Hand an die Pole, drehen uns zur Pole und machen jetzt quasi wie eine Pirouette, drehen rückwärts, rückwärts, rückwärts und gehen dabei Richtung Boden. Also, nach unten. Wir drehen uns zur Pole, rechte Hand an die Pole, drehen rückwärts, rückwärts, rückwärts und lassen uns nach unten gleiten. Okay, nochmal. Also von hier, wir gehen nach unten, achtet auf die High Heels, kommen nach oben, rechte Hand kommt an die Pole, wir drehen rückwärts, rückwärts, rückwärts und wir drehen uns auf den linken Bein. Und jetzt greifen wir die Pole und lassen uns nach unten gleiten. Linkes Bein ist angewinkelt, rechtes Bein ist ausgestreckt. Von hier kommt einmal das ausgestreckte Bein zurück zur anderen High Heel. Und jetzt drehen wir uns zur anderen Seite und landen auf den Beinen. Siebenmal. Wir waren unten, kommen wieder nach oben. Rechte Hand an den Pole. Linkes Bein ist unser Standbein, auf dem wir uns drehen. Wir drehen rückwärts, rückwärts, rückwärts. Greifen die Pole und lassen uns jetzt schwungvoll zack, auf den Boden gleiten. Dann das Bein kommt zurück, wird angewinkelt, stellt sich neben dem anderen Handel auf. Und jetzt drehen wir weiter, weiter, weiter. Das sieht jetzt aus wie so eine Raute. Genau, achtet darauf, dass eure Füße gestreckt sind und nicht irgendwie so. Immer gestreckte Zehen. Und drehen weiter, 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 bis wir auf den Knien landen. Von hier aus stehen wir einmal auf und zwar mit dem linken Fuß zuerst, zack, und dann rechter Fuß, zack. Der rechte Fuß muss auf jeden Fall vor dem linken Fuß sein, weil wir jetzt uns nämlich auf den Füßen oder auf den High Heels in die andere Richtung drehen. Das heißt, wir sind hier auf dem Boden, stehen auf, links und rechts, rechts ist vorne und jetzt machen wir eine Drehung und zwar ist da die Grifftechnik besonders und zwar benutzen wir unsere Hand, wie wenn wir ein Tablett halten würden und gehen dann zwischen Daumen und Zeigefinger an die Pole und das sollte ein bisschen höher als Kopfhöhe sein und jetzt drehen wir uns einmal hier entlang, greifen wieder die Pole und strecken das rechte Bein aus. Nochmal von hier an die Pole und jetzt drehen wir uns einmal von der Pole weg, zack, zack, zack und strecken das Bein aus. Von hier Bein in einem Kreis nach hinten führen und aufstellen. Und wenn wir einmal hier angekommen sind, dann stehen wir nur noch auf, möglichst sexy, das heißt, bis einmal der Hintern nach oben kommt, Oberkörper nach unten und dann stehen wir auf. Machen wir es noch mal ein bisschen schneller zusammen. Anfangsposition und nach unten, nach oben. Rechte Hand greift an die Pole. Wir drehen rückwärts, greifen an die Pole. Lass uns nach unten gleiten. Rechtes Bein geht zum anderen Fuß. Weiter drehen, bis wir auf den Knien sind und linkes Bein, rechtes Bein, rechte Hand an die Pole, drehen, 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 Bein kommt nach vorne,
Kreis zurück, aufstellen und nach oben kommen.